Wir alle gucken die Bundesliga, die Olympischen Spiele oder auch die Tour de France und fragen uns, wie kommt eigentlich so eine sportliche Live-Übertragung zustande? Heute wollen wir das Geheimnis lüften mit Hilfe zweier Experten anhand der DTM-Saison 2019. Einmal Alexander Wenke, der ist technischer Leiter, und Thomas Strobel, der ist Bildregisseur bei der internationalen DTM-Übertragung. Beide gibt es gleich im Doppelpack, davor aber eine kleine Einführung. Film ab! Hallo und herzlich willkommen auch von unserer Seite. Ja, die DTM, die Deutsche Tourenwagen Masters. Drei Hersteller, Audi, BMW und Aston Martin, streiten mit ihren 18 Fahrern auf 10 verschiedenen Rennstrecken in insgesamt 20 Rennen um die Meisterschaft. Und wie jedes Sportereignis möchte man auch dieses Event dem Zuschauer zu Hause näher bringen, damit dadurch keine Spannung verloren geht, muss das im Live-Broadcast entstehen. Und wie das genau bei der DTM passiert, wollen wir euch heute erzählen. Beginnen möchte ich dabei aber ganz am Ende, nämlich was an einem Rennwochenende bei der DTM an Output geschaffen wird. Da haben wir zuerst, wie schon gesagt, den ganzen Live-Content, das im Streaming abgegeben wird. Es wird ein Basic International Feed erstellt, das heißt, ein reines Sportfeed, Beginn am Start bis zum Durchfahrt der Zielflagge und eventuell Siegerehrung am Ende. Das Ganze unterlegt mit einer Atmosphären-Sound von dem jeweiligen Geschehen. Als zweites wird ein Extended Basic International Feed erstellt. Das umfasst ebenfalls das Basic Feed und wird angereichert mit Interviews aus der Boxengasse, mit dem Sieger am Ende und mit einem Kommentar. Interview und Kommentar erfolgt in englischer Sprache. Dieses E-Beef, dieses sogenannte, das ist entstanden als Abfallprodukt vom Beef, weil dieses Basic International Feed ist ja quasi wirklich nur ein nacktes Bildsignal mit einem Ton unterlegt, mit dem IT, der da quasi entsteht. Und als Regisseur muss man ja versuchen, dieses Bild so zu gestalten und die Geschichten so zu erzählen, dass die Kommentatoren, die auf der Welt irgendwo rumsitzen, in irgendwelchen Kombüsen, das Bild verstehen, es kommentieren können und die Geschichte verstehen. Und dieses E-Biff war dann eine Idee, indem man sagt, lass uns doch ein quasi nationales Produkt, was die ganzen Sender alle außen rundherum basteln und jeder macht und jeder schraubt dann noch mit 5 Kameras irgendetwas zusätzlich dazu, lass uns das doch selber machen, wir haben die Facilities da, wir brauchen nicht viel Platz, wir brauchen so einen kleinen Mischer noch nebenbei und wir haben einen Ton, haben wir auch, also lass uns doch mal so ein Feed probieren. Dann haben wir dieses Feed angeboten über die internationale Distribution und heute ist es das bestverkaufteste Produkt in der DTM, weil jeder Sender heute froh ist, seine großen Sendefenster zu füllen und heute ist der Chines oder wer auch immer, also stellvertretend, Entschuldigung, wenn ich das vielleicht despektierlich jetzt gesagt habe, ist es nicht. Also jeder Sender ist total froh, dass er ein,
ein Fenster in einer englischen Sprache komplett fertig angeboten bekommt, mit einem Vorlauf von 15 Minuten, mit einer kompletten Nachberichterstattung, mit Highlight-Zusammenfassung und komplett fertig in Englisch kommentiert. Das heißt, der drückt einfach in seiner Sendeabwicklung auf die Satellitennummer XY und dann hat er dieses Fenster garantiert zur Verfügung und das ist dieses EBIF. Genau. Insgesamt erstellen wir so an einem Rennwochenende um die 400 Minuten Live-Content. Außerdem wird vor Ort ein Fan-TV generiert. Das heißt, für die Zuschauer vor Ort können sich da auf LED-Screens oder auf Monitoren im Fahrerlager informieren über das aktuelle Renngeschehen. Und wir produzieren vor Ort für den deutschen Markt, für Sat.1 das Programm. Das heißt, auf dem deutschen Markt ist Sat.1 der Rechtehalter von der DTM und die Sendung wird also auch komplett vor Ort an der jeweiligen Rennstrecke produziert. Zudem gibt es noch verschiedene Second-Screen-Anwendungen. Dafür werden ebenfalls einzelne Kameras live von der Rennstrecke aus gestreamt. Neben dem ganzen Live-Angebot haben wir auch einen... Also da müsst ihr euch vorstellen, ich habe jetzt auch gerade nachgedacht, was heißt die Second-Screen-Anwendung. Aber das ist eine Onboard, da sitzt ein Fahrer im Auto und dazu gibt es die ganzen Telemetriedaten, die aus so einem Auto rauspurzeln. Aus so einem Rennauto kommen ja zigtausend unterschiedliche Daten. Und wir von, als Büdelbuncher und als technisch verarbeitende Menschen nehmen die relevanten Faktoren raus und stellen es nochmal mit einer Grafik dar. Das heißt, ich habe eine Onboard und als Zuschauer daheim kann ich mir mehr oder weniger mit einem Häkchen, mit einem Klick setzen, ich möchte jetzt von dem die Geschwindigkeit, ich möchte von dem die Gehkräfte haben, ich möchte von diesem Fahrer, weil ich totaler Fan bin, nur das Gesicht von vorne sehen und mich interessiert gar nicht, wo der hinfährt und ich möchte sehen, wann er DRS oder wann er nicht DRS aktiviert hat. Und das sind so, da gibt es zig unterschiedliche Möglichkeiten, so Second Screens zu machen, aber das geht eher alles in Richtung Special Interest und mit sowas kann man einfach einen bestimmten Durst und einen bestimmten Hunger ein bisschen stillen. Genau. Neben dem Live-Content, wie gesagt, haben wir noch Media-Cloud-Inhalte. Dort wird also nach jedem Rennen ein 3-Minuten-News-Edit hochgeladen. Außerdem entsteht nach jedem Rennwochenende insgesamt ein 52-Minuten-Highlight-Clip. Außerdem, diese 3-Minuten-News-Edit ist zum Beispiel etwas, darf ich überhaupt, oder störe ich? Also diese 3-Minuten-News-Edit, die gehen über die gesamte Welt. Also ich denke, das sind dann 180 Länder. Und wenn du in den Nachrichten nur 20 Sekunden auf 120 Länder fünfmal am Abend oder am Nachmittag über den Ausgang des Rennens berichtest, hast du einen extremen Wert der Informationsverbreitung. Also sind diese 3 Minuten News-Edit, die man auf der EVS mal schnell hintereinander hackt, Start, Überholmanöver 1, Überholmanöver 2, Siegerehrung, Shampoos spritzen, Jubel, dieses Aneinanderreihen von sehr einfachen, schnellen Bildern ist in diesen 3 Minuten der maximale Output, den wir wieder haben können dass ich etwas bewerten kann. Das sind 3 Minuten News, sind mehr wert als wie diese 52 Minuten Highlights, wo ich 10 Stunden im Schnittplatz hocke und diese mühsam 52 Minuten zusammenhack. Das muss ich viel mehr Energie reinhauen, als wie bei diesen 3 Minuten, wo ich relativ schnell einen guten News-Wert nach außen hin darstelle. Außerdem werden noch ca. 20 In-Race-Clips pro Rennen erstellt. Das heißt, kurze Videosequenzen werden in die Media Cloud geladen und die können dann auf allen sozialen Medien verbreitet werden, sind deshalb auch sehr kurz und mit prägnantem Inhalt. Um diesen ganzen Content zu erzeugen, ist natürlich eine ganze Masse an Material und an Personen notwendig. Die Fakten für ein Rennwochenende habe ich mal kurz hier skizziert. Für ein Rennen bewegen wir rein für den Broadcast-Bereich 8 Sattelzüge, 40 Tonner.
Es werden 50 bis 60 Kameras je nach Rennstrecke aufgebaut und ca. 25 Kilometer Kabel verlegt. Außerdem werden für Aufbauten und Podeste 10 bis 15 Tonnen Material installiert. Alles in allem arbeiten während des DTM-Wochenendes für das Produkt Broadcast ca. 160 Personen. Und zwei davon stehen heute hier. Was machen wir nun genau? Wie schon gesagt wurde, ich bin von der Firma TV Skyline Technischer Leiter für den Bereich Broadcast bei der DTM. Ganz nüchtern sieht mein Arbeitsplatz, aber in der Regel so aus. Hier werden also alle ein- und ausgehenden Signale nochmal kontrolliert, bevor sie dann auf den verschiedenen Verbreitungswegen das Übertragungsfahrzeug verlassen. Bei Thomas sieht das ähnlich aus. Director hat jeder wahrscheinlich ungefähr so eine Vorstellung, dass er an der Rennstrecke sitzt und dort die Autos entsprechend dirigiert. Ganz so schön und sonnig hat er es leider nicht, denn er sitzt im Übertragungswagen von einer großen Monitorwand und dirigiert dort alle an der Produktion beteiligten Personen. Bevor wir aber hier an den Arbeitsplätzen Platz nehmen können, ist eine ganze Menge an Vorarbeit notwendig. Im nächsten Jahr werden wieder drei neue Rennstrecken ins DTM-Programm aufgenommen und wir waren jetzt schon im Oktober in Anderstorp, um die neue Rennstrecke in Schweden uns anzuschauen. Und alles beginnt quasi mit einem Plan der Rennstrecke und den Eckdaten. Wir fahren dann vor Ort, schauen uns die Gegebenheiten an. Wie es dann weitergeht, dazu kann euch Thomas das erzählen. Wenn man da hinkommt zu einer Vorbesicht, ich mache nicht nur Autorennen, sondern es ist ja immer wieder irgendwo das Gleiche. Wenn ich jetzt der nordische Ski-WM mache oder ein Skirennen oder was weiß ich, Sackhüpfen, dann ist es ja immer das Gleiche. Du siehst an dem Tag nicht den Event, den du letztlich zu übertragen hast, sondern das ist ja eine bestimmte Zeit im Vorfeld, so wie jetzt, das ist einfach fast ein halbes Jahr vorher. Da gehst du hin, dann kommst du da auf dieses große Feld und dann musst du dir vorstellen, weil die Länge sind 4,5 Kilometer von so einer Strecke im Schnitt. Also manche sind kürzer, so ein Stadtrennen in Nürnberg hat einfach nur 2,5 Kilometer. Und so eine Hockenheim-Strecke, so wie sie da jetzt ist, ist bei 4,5 Kilometer und die Distanzen sind halt alle relativ weit und sehr groß. Du hast viele Kurven, aber jetzt geht es bei uns nicht um, wo steht jetzt irgendwas aus einer Historie heraus, sondern es geht um das, wo können die Geschichten entstehen. Und es geht wie immer, egal mit was wir machen, mit diesem Zeug. Früher hast du, Fernsehen war es so magic. Da hast du eine Kamera gehabt und dann hat einer gefilmt und was hinten rauspurzelt, wow, das bewegt sich. Das ist, da waren vor 100 Jahren waren Menschen noch fasziniert, weil sie im Zug saßen und die Bilder aneinander vorbeirasten. Heutzutage ist jeder, wie sie da alle sitzen, alle sind wir Regisseure, alle. Sie, genauso wie sie und du auch, obwohl du technischer Direktor bist. Was will ich damit sagen? Letztlich geht es um die Geschichte. Wo kann jetzt eine Geschichte entstehen? Und es ist völlig wurscht, wo, mit welcher Technik ich das aufnehme. Habe ich eine geile Geschichte mit einem iPhone, dann bin ich der König, weil ich habe die Geschichte. Es geht nicht um das, dass ich jetzt das mache in einer 400.000 oder 500.000 teuren Kamera, weil ich eine spezielle Technologie dafür verwende. Um das geht es überhaupt nicht. Es geht nur um das, wie kriege ich die Geschichte. Ich freue mich schon am meisten auf 5G, weil mit 5G habe ich alle Handynutzer, die in diesem Umfeld sind und alle können sie mir eine zusätzliche, neue, geile Perspektive liefern, direkt in Ü-Wagen und die brauche ich dann nur rausdrücken und dann habe ich 500 Kameras. Aber die Geschichte, es geht um die Geschichte, wo kann etwas passieren? Und das ist das, was ich mir im Vorfeld überlegen muss. Und da muss ich den Sport ein bisschen kennen. Ich muss wissen, wie schnell sind die Autos, was machen die, was tun die, wo kann überhaupt etwas passieren? Und aufgrund dessen, dass ich ungefähr weiß, wo was passiert, stelle ich mir dort eine Kamera auf, damit ich
dann in der Lage bin, genau in diesem Moment, wo die Geschichte entsteht, da auch drauf zu schneiden und eine Perspektive habe, die ich dem Zuschauer, egal wo der jetzt sitzt in dieser Welt, dass ich diese Geschichte dem Zuschauer daheim übertragen kann. Es geht nicht um das, dass ich die Geschichte habe. Ich bin nur in der Verpflichtung, diese Geschichte zu transportieren. Das ist meine Aufgabe. Und dazu gehört eben, dass ich beginne, mir die grundsätzlichen Möglichkeiten einer Geschichte zu überlegen. Die meisten Geschichten passieren hinten in der Hairpin. Man glaubt es nicht, aber da ist die einzige Möglichkeit, wo man ordentlich gut überholen kann. Und nach der Kurve 1, also T1, da ist der Start, dann geht es darüber in so eine komische, halb abgeknickte, blöde Kurve. Die ist wirklich blöd, weil die frisst mir mehrere Kameras, das kostet Geld, aber da passiert auch immer wieder etwas, weil dort fangen die Autos zum Driften an, da passiert sportlich etwas. Wir können uns ja vielleicht mal den Kameraplan anschauen. Ja, bitte. So, das ist also ein grundsätzliches Setup. Wir haben gehört, so immer zwischen 50 und 60 Kameras haben wir. Je nach Strecke, am Norrisring haben wir nicht so viel, oder? Da haben wir 40. Da sind es 52. Ah, 2, ah, ja, okay. Das kommt dann gar nicht so viel vor, weil man das so gewohnt ist im Umgang. Meine größte Produktion hatte ich mit 72 Kameras. Das war die Nordische Ski-WM in Oberstdorf. Aber das war auch großartig. Du hast ein riesengroßes Gelände. Da ist nur noch schwieriger, weil da bist du im Sommer, gehst du da rum und siehst, musst dir alles vorstellen, wie alles weiß ist, wo das dann abgezäunt ist, wo die dann Brücken gebaut haben, wo dann Menschen stehen. Und das sich vorzustellen, ist dann meist ein bisschen schwierig. Ist beim Autorennen wesentlich einfacher. Da fährst du hin, fährst mit dem Auto rum, gehst außen an die Positionen und überlegst dir, wie schnell jetzt so ein Auto vorbeifetzt. Das heißt, wir haben immer im Startbereich immer eine Kamera, die ist fest in der Ampel integriert, sodass wir, wenn es jetzt regnet oder wenn wir irgendein Problem haben, können wir immer auf eine fixe, feste, unbemannte Kamera zugreifen. Dahinter haben wir im Turn 1 eine hohe Kamera, eine flache Kamera. Wir haben eine, die oben auf dem Dach ist. Wir haben noch eine Super Slow-Mo, die das Querstehen und das Driften des Autos darstellt. Dann fahren die immer relativ lang geradeaus unter irgendeiner Werbung durch, weil du hast ja verschiedene Ansprüche. Es geht ja nicht nur um den Sport, sondern der Sport finanziert sich ja. Wie finanziert sich der Sport? Der Sport finanziert sich mit irgendwelchen Aufschriften, die im Bild zu sehen sind, neben Sport. Jetzt musst du als Regisseur nicht nur den Sport übertragen, sondern musst auch ein bisschen berücksichtigen, Mensch, wenn die das jetzt diese 3 Millionen nicht rüberschieben, dann findet nächstes Jahr kein Rennen statt. Das heißt, ich habe nächstes Jahr keine Kohle in der Tasche. Also, ich zeige lieber diese Plakate oder die Brücken mit den Werbeaufschriften oder mit den Werbebotschaften. Somit ist mein Job und auch der des Senders oder wie auch immer und auch von euch mehr oder weniger gesichert, weil das kostet alles richtig Geld, richtig Geld. Es sind keine 2,50 für eine Breze, sondern da tritt dann TV Skyline einfach mal schnell mit 10 Millionen in die Vorleistung, weil wir uns überlegen, Mensch, wir brauchen da wieder irgendein so Auto mit 40 oder 50 oder 60 Kameras. Die gibt es nicht am Markt. Die kannst du nicht heute auf morgen irgendwo mieten oder buchen. Die musst du bauen für das, dass sich die Arbeitsplätze dort und unsere 160 Leute müssen irgendwo sitzen. Die müssen irgendwo hören, die müssen irgendwo sehen, irgendwo müssen die sein. Das heißt, ich habe 160 Arbeitsplätze, weil die stehen nicht draußen rum in einem Zelt und schauen da irgendwo fern. Das machen die nicht. Also die sind ja kosteneffizient da. Also muss jeder der 160 Menschen irgendwo einen Arbeitsplatz haben und dafür sorgt eben TV Skyline. So, dann haben wir einen Steiger, wir haben einen Hubschrauber, wir haben einen Kran, wir haben einen Haufen Onboards, wir haben jede Menge Drahtloskameras. Die Drahtloskameras, die sind praktisch, weil mit die kannst du überall hingehen, ohne dass du jetzt 3 Kabler brauchst und da kannst du dich völlig frei bewegen. Was wir
auch entwickelt haben, aufgrund von meiner Idee, war eine drahtlose Hypermotion. Die macht 1000 Bilder in der Sekunde und die kann egal wo auf einem Quad irgendwo hinfahren, sich in eine Position begeben und von dort sofort, der nimmt das Ding, haut sie eine neue Optik drauf und schießt sofort die Bilder für uns. Also der ist völlig egal, wo der sitzt oder steht, der liefert uns vom gesamten Areal immer Bilder in einer hohen Bildrate, oder wie heißt das? Bildfrequenz oder Bildfrequenz, wie auch immer. Ja. So, und eine Kamera aufzubauen, da muss man sich auch oft grob vorstellen, wo steht denn dieses Ding? Das ist ja nicht nur, dass ich jetzt so eine Schulterkamera habe oder mich da hinten hinstelle, wie der Kollege, der hinter der Pumpe, jetzt da gerade mit dem roten Licht, servus, die Kamera bedient und... sondern die Kamera fährt nicht nur normalerweise auf dem Boden, bei Sportveranstaltungen musst du immer schauen, dass du die Positionen hast, die du brauchst, damit du bestimmte Voraussetzungen oder ja, dass du Voraussetzungen schaffst und bestimmte Situationen, die du nicht haben möchtest, je flacher du bist beim Autorennen, umso schwieriger wird es, Abstände zu zeigen. Weil du, wenn die Autos alle auf dich zukommen, du siehst sie einfach nicht. Du weißt nicht, wer Erster, Zweiter, Dritter ist. Das will der Zuschauer aber sehen, also brauche ich etwas Hohes. Was Hohes kriege ich mit so einem Steiger von da unten oder mit so einem Turm, der ist jetzt so 4 Meter ist der hoch. Oder wir haben bestimmte Situationen, das ist auch in Hockenheim, das schaut oft cool aus, wenn du rausarbeiten möchtest, wie so Strecken funktionieren, ob die hochgehen, runter, wenn auf das eine kleine Senke, da, die kommen auf dich zu, da, es ist Ausfahrt von der Sachskurve und dann geht es noch leicht nach unten und dann geht es in die letzte Kurve rein. Und durch diese Optik siehst du ja das immer alles flach. Die Kamera verzeichnet. Ja, wisst ihr selber, wenn es wo durchschaut durchs Handy, oh, das schaut jetzt aber komisch aus oder ich habe so eine lange Nase oder das verzeichnet alles. Dieses Verzeichnen macht mir eine Strecke aus einer schönen Senke, die ich mit dem Auge wahrnehme, weil ich habe halt einfach mal 44.000 Pixel, die ich da jetzt raus, vielleicht ich weniger mit der Brille, aber so im Schnitt hat es der Mensch. Und durch diese Wahrnehmung und dann noch meine ganzen Erfahrungen, die ich so habe und die Assoziationsketten, dann sehe ich mit diesen 44.000 Pixeln sehe ich jetzt, schaue ich mit einer Kamera drauf, 1020 mal 1080, ups, jetzt ist das alles flach. Was mache ich? Jetzt gehe ich her, ditch die Kamera leicht an, das heißt, wenn die kommt, dann schwenkt die rüber, dann wird das Bild schräg und automatisch habe ich dann dargestellt, wie die kleine Senke ausschaut. So was machen wir mit diesem, mit solchen Unterbauten. Also pro Kamera, pro Perspektive überlegen wir uns, welche Unterbauten haben wir, wo steht die Kamera drauf und welche Aufgabe hat die und welche Geschichte kann sie erzählen. Haben wir nicht jetzt noch irgendwelche Perspektiven? Ja, wir kommen zu der schon angesprochenen Kamera 1. Also wir haben neben den normalen Kameras, die hier orange gekennzeichnet sind, verschiedene Sondersysteme im Einsatz. Das wäre eins, was auch die Firma Pascalian selbst entwickelt hat. Die Cube-Kamera ist in der Ampel hier oben verbaut und liefert uns dann permanent ein Bild aus dieser Perspektive. Kann auch entsprechend geschwenkt und geneigt werden und bietet halt den Vorteil, Bilder aus Perspektiven anzubieten, wo sonst kein Mensch halt normalerweise stehen kann. Da ist es heute elementar wichtig, diese Perspektive zeigt uns inhaltlich alles, was wir jetzt brauchen. Wir haben da die Startlinie, wir haben die Position 1 bis ganz nach hinten, das heißt die gesamte Autowurst haben wir im Bild stehen. Wir haben hinten noch Publikum, schon, dass wir das nicht so viel, weil es geregnet hat, war es nicht ganz so voll, aber wenn da jetzt hinten noch die komplette Tribüne voll ist, dann ist das ein richtig fettes, dichtes Bild und ich sehe Starts, ich kann warten,
bis der erste rausgefahren ist. Ich sehe letztlich in diesem Bild, erzähle ich alles, ohne dass ein Kameramann jetzt dran ist. Und da geht es wirklich nur um diese eine Perspektive. Würde jetzt aber so ein Handkameramann oben stehen und weil er so blöd stehen kann, ein bisschen so hin und her shaky-backy sein, dann denkst du dir, was ist mit dem los? Da wird mir schlecht beim Start und ich kann mich nicht mehr inhaltlich auf meinen Spezi, weil das ist vielleicht gerade der da hinten, ja, auf den kann ich mich nicht mehr konzentrieren, weil ich bin Fan. Und ich daheim als Zuschauer suche mir meinen Fan. Und, oder ich bin Fan von meinem Fahrer und den möchte ich verfolgen. Da ist mir wurscht, was der Vordere oder der Hintere tut. Ich muss die Möglichkeit haben, mich mit meinem Sportler zu identifizieren. Erst dann entsteht die Interaktion und der deswegen macht es das Fernsehen überhaupt dann interessant, dass ich es überhaupt übertrage. Wenn ich emotionslos vor der Kiste hocke, Feinripp, drei Bier, geht auch. Dann haben wir, wie schon angesprochen, um Bilder aus einer höheren Perspektive abbilden zu können, die Kameras auf Steiger montiert. Die sind zwischen 50 und 70 Meter hoch. Können wir hier auf der linken Seite ein Bild sehen. Und also rechts sehen wir, was da für ein Bild am Ende entsteht. Stopp mal. Achso, kannst nicht. Da ist diese Kamera, die wir vorher angesprochen haben, die so leicht angeditscht ist. Der Kameramann, der steht den ganzen Tag, schwebt er. Also du musst, der hat nie einen festen Boden. Den ganzen Tag steht der in der Früh, wir fangen an zum Produzieren, meistens um 8, 8:30 und machen das bis so 18:30, 19 Uhr, je nachdem. Und wir produzieren den ganzen Tag dahin. Das heißt, wir zeigen alles, was am Tag so um die Strecke im Kreis rumfährt, das wird alles hergezeigt. Das heißt, du musst permanent oben stehen und die Übersicht eben anbieten. Schatz, da ist sie. Da ist die Kamera und das ist diese kleine Senke, die ich gemeint habe vorher. Dann kommen hin und wieder Kräne zum Einsatz. Das heißt, die Kamera hängt mit einem Remote an einem Arm und wird von dem Kranoperator unten gesteuert. Also so ein Kran ist immer, hat einfach eine Dynamik, weil er Perspektiven verändert. Das ist nicht alles so starr, so ich mache einen Schwenk, sondern du kannst halt die Ebene verändern. Wenn der jetzt alleine auf dich zukommt, kannst du tiefer sein, hast jetzt aber 5, 6, 7 Autos, bist du automatisch höher und im Hintergrund, da oben sitzt zum Beispiel Hancock, die haben halt schon bezahlt. Die haben auch schon, da zahlen es wieder ein, brav. Und also ihr seht, auch hinten die Post hat brav mit in die Kasse reingezahlt. Also diese Form der Transparente, das ist auch etwas, was der Regisseur mehr und mehr in seine Hände bekommt, dass die Darstellung in dem Bild sich organisch integriert, sage ich jetzt mal. Weil wenn das jetzt so also ganz plakativ fluppt, dann ist das Werbefernsehen. Da hast du von der EBU und von wem auch immer, dann gibt es doch Richtlinien. Und diese Richtlinien sollte man einhalten, aber je organischer sich sowas integriert, umso besser ist es. Und so ein Kran bietet einfach die Möglichkeit, ihr seht, das ist so ein 10 Meter Ausleger, der schwenkt, da gibt es einen, der schwenkt hinten das Teil nur und der andere sitzt dann in so einem Zelt und der bedient dann die Kamera mit so einem Joystick und ist dann der Operator von dem Kamerasystem, der schwenkt und zoomt. Dieses ganze Signal geht dann beim Alex in Ü-Wagen, da sitzt dann hinten wieder der auf diesen Bollern hockt und nur noch Farben und hell-dunkel Blende macht. Ja. Und das passiert aber alles unabhängig von meinem Job, weil ich in meiner Regie drin, ich habe immer nur eine völlig saubere Wand mit guter technischer Qualität. An dieser Rennstrecke in Hockenheim bietet sich es auch an, einen sogenannten Speedlifter einzusetzen, da wir neben der Strecke eine betonierte Straße haben, wo der fahren kann. Das Gerät sieht folgendermaßen aus. Es ist also ein Auto und auf dem ist eine Kamera montiert. Und das Gefährt kann dann, da das alles per Funk übertragen wird, neben der Strecke herfahren und noch mehr Dynamik in unsere Bilder hereinbringen. Um den Zuschauer noch näher an das Renngeschehen zu bringen,
gibt es insgesamt 12 Onboard-Kameras, die auf insgesamt 6 Autos, 2 pro Hersteller verteilt sind und können an verschiedenen Perspektiven im Auto angebracht werden und liefern uns dann solche Bilder. Hier sieht man mal eine Kamera, die die Fahrerperspektive nachahmen soll. Also ist für jeden völlig normal, wenn man heute so ein Onboard-Bild sieht, aber so eine Kamera zu verbauen in einem Rennwagen, das Ding hat wie viel Gramm? Ja, um die 30. 30, ja, mit dem ganzen Kabel und mit dem Zeug bist du gleich einmal auf einen, sag ich mal, auf einen Kilo Technik, das in einem Auto rumfährt. Ein Kilo Technik in ein Rennauto so zu verbauen, dass alle die gleiche Situation haben. Das heißt, wenn wir jetzt 6 oder 10 Autos mit Onboards haben, dann gibt es die anderen 8 oder 10 Autos, die haben alle Dummies drin, die haben genau das gleiche Gewicht, das einer mit einem Onboard mitverfährt, haben die dann auch da drin. Und es schaut so simpel aus, mei. Aber dass das eine extreme Frequenz hat, dass das gedämpft ist, wie lange man da ummurksen muss, bis das einigermaßen ruhig wird. Also ihr kennt es vielleicht MotoGP. Die MotoGP hat ja die Problematik, dass sie die Neigung des Motorrads ja darstellen möchte. Jetzt haben die Onboards immer fest auf den Motorrädern gehabt. Das heißt, die Onboards sind immer gekippt. Jetzt wird dem Zuschauer daheim ganz komisch, wenn du in einem gekippten Motorrad mitfährst. Jetzt haben die hergenommen eine 4K-Kamera und lassen die Kamera still und haben diese ganze Schwenkneigetechnik, haben die quasi elektronisch rechnen die um in Bild. Das heißt, wenn sich das Motorrad dreht, bleibt das Bild immer in der Waage und erst dann sehe ich, wie der vordere extrem in der Kurvenlage drin ist und somit ist das Bild jetzt endlich spannend für den Zuschauer daheim und es wird ihm nicht mehr schlecht und er sieht sportlich auch alles, was ist. Aber bis man dorthin kommt, ist so eine kleine feste Kamera, man meint, da ist ja kein Kameramann dran, da ist kein Dings, jede kleine feste Kamera irgendwo installiert, braucht extreme Liebe, braucht extrem viel Sorgfalt vom Aufbau, braucht auch ein Kabel, braucht auch einen Strom, braucht auch jemand, der, wenn es regnet, hingeht und die Optik putzt und. Also es ist unfassbar aufwendig, so ein kleines Nudelaug, wo man meint, na ja, da drucke ich jetzt schnell drauf, da ist eh niemand dran, das kostet nicht viel, aber vom Aufwand und von der Mühe ist es unfassbar viel. Das glaubt man immer nicht. Genauso, schaut so einfach aus. Genauso drahtlos wie die Onboard-Kameras wird, wie Thomas schon sagte, auch die Hypermotion betrieben, die bis zu 1000 Bilder pro Sekunde liefert und der Kameramann läuft dann mit seinem Rucksack durch das Areal oder wird an bestimmte neuralgische Punkte gefahren und wir können dann halt durch das langsame Playout der Bilder entsprechend sehr emotionsstarke Augenblicke generieren. Also der Kameramann, das ist der Peter Stickler, ist Amerikaner, ist aber in Deutschland aufgewachsen, aber er hat halt nur leider, er hat einen amerikanischen Pass, ich werte es nicht. Ist über 60 und schleppt den ganzen Tag so den Rucksack oben mit Kamera, 20 Kilo. Ja, also der steht noch gut im Saft und hat einfach einen guten Riecher, wo kann er die Geschichte am besten einfangen und wo kann er solche Bilder wie die, das ist jetzt für Aston Martin ein Sensationsschuss, weil er alle 3 Autos in einer sportlich schwierigen Situation gut abgelichtet hat, dass er das eben so darstellt oder sowas. Da liegt der am Boden irgendwo im Dings, dass er dieses Bild hinkriegt, wirklich, der liegt und schießt und dann wartet er für seine 20 Sekunden, dass wir es dann irgendwo als Slow-Mo im Rennen noch verdatteln, liegt der 10 Minuten im Dreck. Ja? Für 20 Sekunden Slow-Mo. Aber der braucht es. Das ist dem sein Treibstoff. Wenn der das nicht hat, aber wenn wir es dann nicht spielen, dann kommt ein Ü-Wagen und dann prügelt er uns. Ich hab's gehabt und du hast es nicht gespielt. Ja, es ist so.
Und dann muss ich mich erklären oder er erklärt es mir. Diese ganzen Kameras werden dann also im Laufe der Woche, die wir dann vor Ort sind, aufgebaut. Und jetzt schauen wir uns mal an mit dem Übertragungswagen Ü11 von TV Skyline wird die ganze DTM in der Form, wie wir es gerade gesehen haben, produziert. Da wir, wie Thomas schon sagte, sehr viel Platz für Personal brauchen, kommt dazu noch der G10, das ist ein reines Regiefahrzeug. Und jetzt fliegen wir mal kurz über den TV-Compound. So sieht der ungefähr aus, hier am Beispiel von Zolder. Früher hast du so ein Allrounder-Auto gehabt. Es ist völlig wurscht gewesen, was du hast. Du Eishockey gespielt, hast du, was weiß ich, Wetten, das? Oder es ist völlig wurscht, was du da an Übertragungen gemacht hast. Es war ein Auto. Aus diesem Auto hast du alles übertragen können, was du übertragen wolltest, weil es hat verschiedene Technikarbeitsplätze, es hat Redaktionsarbeitsplätze und es hat ein paar Slow-Mo-Arbeitsplätze gegeben. Die waren halt mal so, mal so, mal so. Bei uns ist es so, dass wir 160, wie wir vorher schon gelernt haben, 160 Arbeitsplätze haben und davon, von den 160, sind wie viel kreativ? 20, 30? Kommt drauf an. Techniker kann auch sehr kreativ sein. Ja, ich weiß eh, Blendenschubser ist auch kreativ. Ja. Also ich sage jetzt einmal die Hälfte. Die Hälfte ist Kreativpersonal, das heißt, die bringen Technik zum Leben, weil eine Technik an sich ist dumm. Dann sind wir wieder da. Wenn ich es nicht als Regisseure, wie es alle da sitzt, bedienen kann und die Geschichte finde, dann ist das Handy in der Tasche nichts. Es ist dumm. Wenn der Alex seinen Ü-Wagen eingeschalten hat und alle Maschinen laufen, passiert trotzdem noch keine Fernsehübertragung. Es kommt erst zum Leben, wenn der Mensch in die Interaktion mit dem Werkzeug. Das ist wie wenn ich heute mir einen Fuß brich, ja, da brauche ich Krücken. Wie unser Kollege, der leider Gottes jetzt im Krankenhaus liegt, der wird auch 6 oder 8 Wochen mit einer Krücke durch die Gegend gehen. Es ist dem sein Werkzeug, dass er gehen kann. Wir haben ein Werkzeug, das heißt Kamera, wir haben ein Slow-Mo, wir haben, der Alex hat 1000 verschiedene kleine Kastel, wo es überall blinkt. Das sind die Werkzeuge, dass wir überhaupt Bilder machen können. Und wir können das Bild nicht angreifen. Wir haben es nicht wie in einer Wurstfabrik, wo ja Dosenwurst, 7 so Würstel in so einer Dosen jeden Tag reinhau, 4 und 3 und 4 und 3. Und der greift die Dosen immer an und dann nimmt er die und haut sie in die Verpackung. Nein, das geht nicht. Wir sehen nur, was alles kommt. Wir wollen es gerne angreifen, wir wollen es gerne fassen, geht aber nicht, weil wir es nur mit der Wahrnehmung, die Geschichte verstehen und die Bilder nur mit einem Werkzeug für einen kleinen Moment beim Live erleben dürfen und dann ist weg. Es ist weg. Es ist beim Zuschauer daheim, hoffentlich in der Birne. In den beiden Autos gibt es dann folgende Arbeitsplätze. Wir haben, wie wir es auch hier in der Regie haben, 8 Arbeitsplätze für Bildtechniker und Bildingenieure, die alle Kamerasignale hier bearbeiten, die Kameras aussteuern und kalibrieren. Also ihr müsst euch vorstellen, auch da in diesem Raum sitzen den ganzen Tag, jeder hat so 4 oder 5 so Poller, das sitzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Da hinten sind noch die kleinen Sonderkameras, die Nudelaugen, sind in diesem Raum sitzen 10 Menschen, von in der Früh bis am Abend. Neben der Bildgeschichte haben wir noch eine Audioregie in dem Auto. Dort wird also die Atmo für das Rennen erstellt, für das Basic International Feed. Dazu lässt sich vielleicht noch sagen, dass wir pro Streckenkamera 2 Atmo-Mikrofone aufbauen. Eins ist in die Richtung gerichtet, aus der die Autos kommen, eins in die Autos wegfahren werden, sodass wir also den Rundumblick für die Kamera auch akustisch abbilden können. Audio Follow Videos gesteuert wird dann das Mischpult getriggert vom Bildmischer.
Das heißt, je nachdem, welche Kamera geschnitten wird, fährt am Audiomischpult der Fader nach oben und senkt sich wieder ab, wenn wir auf die nächste Kamera schneiden. Sodass also quasi ein automatisierter Mix der Audiospur im Atmo-Bereich erfolgt. In der Tonregie wird außerdem noch das EBIF gemischt, das heißt, alle englischen Interviews und auch der englische Kommentar werden hier zugesetzt. Für Sat.1 gibt es noch eine separate Tonregie. In der restlichen Fläche des Ü11 befinden sich die Kollegen, die für die Zeitlupen zuständig sind. Das heißt, es werden auf Videoservern alle Kamerasignale gleichzeitig aufgezeichnet und können instant, entweder in Realtime oder verlangsamt, wiedergegeben werden. Aufgrund der großen Anzahl an Kameras sind hier 12 Operator beschäftigt. Den ganzen Überblick über die ganzen Slow-Mo-Kollegen hat der Slow-Mo-Regisseur. Er wählt aus welcher Perspektive eine bestimmte Situation am besten aufgelöst werden kann und spielt die dann im Paket der internationalen Regie zu. Die haben wir ja vorhin schon gesehen. Das heißt, auf dem ganzen Monitoring hier sehen wir alle Kameras an der Strecke und Thomas entscheidet dann, welches Bild der Zuschauer zu Hause, wo immer er sich aufhalten mag, in dem Augenblick sieht, wenn hier auf die entsprechende Taste gedrückt wird. Nebenan sitzen die Kollegen von Sat.1. Diese greifen wiederum auf das internationale Feed zurück und füllen das auf mit Interviews von den eigenen Moderatoren an der Rennstrecke, mit Beiträgen und versetzen natürlich auch das Bild mit einem deutschen Kommentar. In der dritten Regie des G10s haben wir noch das FanTV beheimatet. Wie ich ja vorhin schon angesprochen habe, wird für die Zuschauer vor Ort ein FanTV generiert, damit sie auch, egal wo sie sich an der Strecke befinden, auf LED-Screens die gesamte Rennstrecke und das Geschehen dort mitverfolgen können. Von hier aus gelangt das Bild jetzt in alle Bereiche der Boxengasse. Jedes Team kann auf dem Monitor das Rennen entsprechend verfolgen. Außerdem natürlich, wie gesagt, auf die LED-Wände. Und das internationale Bild gelangt auch auf die ganzen Screens im Hospitality-Bereich der Hersteller und Ausstatter. Das Bild von Sat.1 wird per Glasfaser direkt ins Sendezentrum nach München geschickt und von dort aus in Deutschland weiterverbreitet. Für alle anderen Taker wird das Videosignal direkt vor Ort per Satellitenablink auf Eutelsat gesendet und dort kann jeder europäische Sender, der die Rechte erworben hat, an der DTM teilnehmen. Das ist zum Beispiel der ORF in Österreich, DAZN in Italien, Mediastar Plus in Spanien und Premier Sports in UK. Da die DTM weltweites Interesse genießt, wird außerdem in England bei IMG ein Downlink des Signals von Eutelsat stattfinden und von dort aus schicken wir es nochmal auf zwei andere Satelliten, nämlich auf den SES-14 nach Westen und im asiatischen Raum auf den AS-5. Damit bedienen wir hier zum Beispiel das CBS Network in Nordamerika, Brand Sports in Brasilien, Supersport in Südafrika und J-Sports in Japan. Das heißt, insgesamt kann die DTM in ungefähr 30 Ländern auf der ganzen Welt live im TV verfolgt werden. In allen anderen Ländern ist die DTM per Livestream und Internet verfügbar. Um den Zuschauern noch weiter zu unterstützen und nicht nur auf die Bilder zu schauen, gibt es noch einige grafische Elemente. Was beim Fußballsport der Torstand oder Spielstand ist, ist bei uns der Dynastand. Also die Grafik an sich ist ja eins der wesentlichsten Elemente im Bild, die den Sport überhaupt verständlich machen. Weil wenn ich da jetzt nur drei Autos habe, die da permanent irgendwo im Kreis rumfahren, habe ich als Zuschauer, ohne dass ich jetzt einen Kommentator hätte, der mir permanent erklärt, und das ist jetzt der und der fährt jetzt da dahinter und wie viel Abstand hat der gegen den,
das ist nicht mehr erzählbar, die Geschichte, und das ist auch unfassbar schwierig zum Auflösen. Also bedient man sich auch da wieder eines Werkzeugs, das ist die Grafik, die Live-Grafik. Diese Live-Grafik ist angedockt an dieses Live-Timing, das heißt, die haben da alle Schnittstellen, dass die Daten, die da erzeugt werden, auch live immer wieder in irgendwelche Grafik-Templates reinpurzeln. Und dass ich auch da wieder immer relativ rasch erzählen kann, ohne dass ich einen Kommentator brauche. Und am liebsten habe ich nämlich keinen Kommentator bei mir in der Übertragung, weil sobald ich einen Menschen wieder sitzen habe, dann ist es wieder sehr, wenn jetzt da Sat.1 sitzt oder irgendwie ORF, dann hast du immer wieder die Perspektive dieser nationalen Brille. Und nachdem ich ja international produzieren muss, für alle Länder auf der Welt ist es mir nicht erlaubt, eine nationale Brille aufzusetzen. Also das ist eine internationale. Und die Grafik hilft uns jetzt, auch für mich immer in der Regie. Ich weiß jetzt, da hinten gibt es der Jake Dennis mit dem Habsburg auf 10-11. Wenn das jetzt ein Qualifying wäre oder wie auch immer, oder Endstand zum Rennen hin, dann würde jetzt der Dennis keinen Punkt mehr machen, aber der Habsburg hätte sich den letzten Punkt, der für ihn vielleicht in der Meisterschaft elementar wichtig ist, jetzt noch ergattert. Da sieht man den Rast, der oben ist, ist das erste Auto, der zweite ist die BIP Nummer 4, ist der Franz, und dahinter ist der Müller, der hat das Rennen dann übrigens gewonnen. Jetzt noch auf Platz 3, und da hilft uns jetzt zum Beispiel ein 3-Runden-Vergleich mit der Grafik richtig gut zu verstehen, dass der Müller in der 7. Runde 0,6 hinten war, in der 8. eine Sekunde, und in der 9. Runde ist er nur noch 0,221 Sekunden hinterm Franz. Das heißt, der Zuschauer daheim weiß, der Müller holt auf. Ich bin Fan von Müller, also fieberte ich jetzt mit dem Müller mit. Hoffentlich überholt er ihn bald, und somit entsteht diese Euphorie daheim und dieses Mitfiebern. Und warum schalte ich überhaupt diese Glotze ein? Dann gibt es noch immer unterstützend für alle eine Race-Control-Grafik, damit wir auch da, die geht immer rein, sobald die irgendeine Entscheidung treffen. Es gibt eine sogenannte Rennpolizei. Diese Rennpolizei sitzt in einer, auch vor ganz vielen Monitoren, und die beobachten auch dieses Rennen, und die verteilen aber Strafen. Das ist, du bist jetzt zu schnell durchgefahren, ich wink mit der Kelle, Achtung, jetzt musst du da unten antanzen, weil du bist anstelle von 80 bei Gelb 85 gefahren, das habe ich aufgrund der GPS-Daten, und jetzt kriegst du 5000 Euro Strafe. Dein Strafzettel, der wird dir jetzt sogar noch am Kommandostand hingebracht, du musst noch unterschreiben und die Überweisung bitte morgen in der Früh auslösen. Also die Race Control ist die Rennpolizei, und die spricht Strafen aus, aber leitet und führt eben auch durch das gesamte Rennen. Und diese Grafiken helfen uns dann da ganz einfach, das Rennen zu verstehen. Genauso wie wenn ich jetzt ein Teamradio habe, oh, jetzt wird es interessant, jetzt spricht der Rockefeller mit dem Kommandostand oder was auch immer. Der Zuschauer ist direkt dabei, wenn er etwas erfährt, was er vielleicht, was die sprechen, weil die sitzen ja weit weg im Auto. Genau, da es bei der DTM ja 18 Fahrer gibt, wäre es etwas schwierig, 18 Fahrern gleichzeitig zuzuhören. Es findet da eine gewisse Vorauswahl statt. Über einen MADI-Stream werden in der Tonregie alle 18 Funkkreise zur Verfügung gestellt, und der Scouter, der neben Thomas sitzt, der antizipiert quasi, welche Fahrer könnt jetzt demnächst mit deinem Team sprechen, und wählt hier aus, wer quasi on air geschaltet wird. Über einen Schwellwert wird dann entschieden, steigt der Audiopegel an, das heißt, der Fahrer spricht jetzt wirklich mit seinem Team, und das triggert wiederum einen Grafikrechner, der die entsprechende Grafik aufruft und den Ton on air schaltet. Also wenn der eine durchs Ziel durchfährt, dann automatisch, bupp, geht er immer auf diesen Fahrer. Was weiß ich, wenn jetzt da die 33, wo ist der Rast? Fünfter, knapp oben. Wo ist die 33? Da oben in der Mitte. Oberste in der Mitte ist der Rast. Da drückt er, wenn der als erstes durchs Ziel durchfährt, weiß der automatisch,
dass der jetzt wahrscheinlich mit seinem Team sprechen wird. Und wir nehmen das ja live. Wir machen es nicht so wie bei der Formel 1, die zeichnen es auf, wählen es, also bewerten es dann mal inhaltlich, dann oh, können wir das jetzt senden. Oh, du, ich hätte jetzt was zum Senden. Da sagt der, stell dir vor, der Vettel sagt jetzt, dass er keinen Bock mehr hat. Ja, send mir das. Boah, da muss ich jetzt noch nachfragen. Fragt er den Chef vom Dienst, wäre das was? Boah, nein, das senden wir jetzt nicht, weil das ist vielleicht gegen die Ferrari. Nein, das machen wir jetzt nicht. Also, dann bleibt das verborgen. Das erfährt niemand. Das wissen nur zwei, drei Leute, dass da ein Funkspruch gab. Bei uns ist es halt so, dass wir ihn antizipieren und versuchen, es so live, wie es geht, rauszuhauen on air. Das sehen wir jetzt gleich mal ein Beispiel, wie René Rast erfährt, dass er die Meisterschaft gewonnen hat. Are we champion or not? We are champion, René. I got the confirmation. Well done, mate. Yeah! 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 Well done, Jamie. Well done, René. I was talking to Jamie before. Well done. Thank you, guys. So in dem Moment hat der das erst erfahren, der wusste das gar nicht, der hat seine Runden abgespult und es war sehr, sehr kompliziert mit der Punkterechnerei. Wir wussten es, weil wir in unserer Vorberechnung, die wir haben, also Prediction-Dings haben wir da in der Regie, wir haben ja ein großes Informationssystem und noch viele Leute neben uns sitzen, die uns immer mit so Informationen eben füttern, weil wir ohne Infos wissen wir nicht, wie es geht. Um jetzt mal zu schauen, wie sich die ganzen Puzzleteile am Ende zusammenfügen, haben wir beim letzten Rennen mal aufgezeichnet, wie das in der Regie oben rechts aussieht. Oben links sehen wir das aktuelle Programmbild. Links unten die Infoseite mit dem Stand der Fahrer und rechts kann man auf einer Animation sehen, wo sich die Autos aktuell befinden. Also das ist eins der wichtigsten Utensilien oder Werkzeuge, die ich in der Regie oder die wir in der Regie in der kreativen Leistung benötigen. Und zwar ist es da eine Anima, das ist die Infoseite Nummer 7. Es gibt insgesamt, glaube ich, 12 Informationsseiten für alle, die irgendwelche Informationen brauchen. Da werdet ihr dann sehen, die ganzen Rundenzeiten, aber da weiß ich dann, da sind lauter Punkte mit den Autonummern drauf, die fahren dann im Kreis. Wenn der Punkt dann da irgendwie mal herfährt in diese Ebene, weiß ich ganz genau, da innen steht mein Kran, das ist die 12, dann steht die 10 flach, dann habe ich den Steiger hoch, der Speedlifter kann auch noch mitfahren und da hinten kann ich mit der Kamera 14 kann ich auch reinschauen. Das heißt, ich weiß, wenn ich den Punkt mit der 33 da herwandern sehe, gibt es für mich nichts anderes als wie die 12, was habe ich gesagt, die 10, die 12, den Speedlifter und hinten vielleicht die 14. Was anderes kann ich gar nicht schneiden. Also das ist so dieser direkte der Bezugspunkt, dass man die Autos dann auch relativ rasch einfangen kann mit den Kameras. Weil im Rennen an sich, das hat sich dann relativ schnell alles aufgelöst und die fahren kunterbunt. Und wie das jetzt genau bei dem letzten Rennen aussah, sehen wir jetzt. Achtung für den Heli und geh jetzt am Heli, es war noch auf Heli und bring uns das Motodrom rein. Schau das an, wunderbar, Achtung 20 und die 20 hast, geht. Steh in der Start. So, nochmal, Achtung für die Box 1, jetzt Box 1. Achtung für die Box 2. Box 2. Achtung Box 3. Box 3. Achtung für die Box 4. Und Box 4. Einparken 23. Und geh raus. 23. Einparken Müller. Müller brauchen wir. Bitte. Er drückt jetzt auf diese Taste mit Müller. Einparken, hör mal zu. Team Radio. So it's 5, 4, 3, 2, 1. Go, 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 go. Step by 22. Stop. Perfect. Und 22 kurz, 21. Attack 24. Na warte, es wird eh schon. Schau her, das ist eh schon eng.
So, Achtung für die Ampel in der 4. Ampel in der, Start in der 4 mit Ampel. Start in der 4? Nein, die Box 4. Oder was war das hier oben? 24. 24. 24 geht, Ampel rein. Und dann flott auf die 3. Sobald der erste aus dem Bild ist, können wir schon auf die 3 gehen. Und jetzt die 3, 3. Passt. Bravo. Rocky. So einfach ist Regie. So, Rocky. Ja. Und bang. 5. Geht vorne mit, vorne mit. 5. Rocky geht auf 2, oder? 5. 5, stand bei 6. 6, stay wide on 6. Aber schau, innen geht er weiter. Der Bildmischer ist ein Holländer, aber der kann das ganz gut. So, vorne, 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 vorne. So, bleib vorne jetzt. Kannst mitschwenken mit die 3. Steffen, super, super, super Bild. Überragend. Achtung für den Heli. Achtung Heli und geh am Heli jetzt. Jetzt Heli. Standby 11. Standby 11. So, warte mal, und nicht zu nah werden, Klaus, nicht zu nah werden, dass man hinten nicht verliert, wenn sie da. Jawohl, perfekt. Das ist ein Speedlifter. Und vorne, vorne. Speedlifter, stand bei 14. Speedlifter ist da. Stand bei 14. 14. Ja, wissen wir, Junker, der in der 18 raus. No problem, don't show it. Stand bei 15. Wir sind jetzt noch im Start. Wir können nicht weg. 15. Haben wir die Onboard Wittmann? Nein. Nein. Stand bei 16. Unfall im Heli. 16. Achtung für den Heli. Und geh am Heli. Heli. Cassidy. Safety Car. Safety Car kommt raus. Unfall Cassidy vorbereiten, bitte. Das war die Slow-Mo-Regie. Stand bei 13. Want to see outside. 13. Und Safety Car kommt raus. Achtung für die 23. 23. 23. Und wo kommen jetzt hinten hin? Achtung für die 3. Und geh die 3 und bleib mit der Werbung drin. Ich so, muss halt sagen. Das einfangen noch. Lass sie einfangen und dann haben wir alles sauber. Achtung fürs Medical Car. Stand bei 14. Und jetzt geht's. 14. Was, sag du ihm, sag ich das. Ich mach jetzt den Unfall. Stand jetzt als erstes machen wir den Unfall. Slow-Mos are ready. Slow-Mos, bitte ab. Und danach das Startpaket vorbereiten. Wen brauchen wir da drin? Ist okay, er geht rüber. Stay with Cassidy on 14. Ja, yeah, yeah, stay with him. Der Evid ein. Ja, aber war leicht. Die 4 passt dazu. Achtung für die. Wir gehen dann raus auf die Box 4. Stay with ja, Box 4. Auf jeden Fall seine. In. Und Onboard Slow-Mo. Auf. Ready Box 4. Auf die. Achtung, ja, ja. Achtung, und die Reaktion jetzt im Delay vom. I go on 14, go nein, back nein, on 14. Ja, ja. Because it's the warte, same. Warte, warte, warte. Nimm's. 14. Und raus. So, vorne einfangen, Spitze. Aufziehen langsam, dass man sieht, was da jetzt noch weggeräumt wird. Florian, es tut mir leid um deine Schiene. Rote Flagge, rote Flagge. Rot. So, Rennabbruch, rot. Wenn das ist, was ihr dann so hört, das sind diese ganzen Infos, die man halt so kriegt. Und so geht das halt dann 2 Stunden. Aber egal, wann und wo ihr einen Fernseher mit Sport oder mit irgendeiner Übertragung einschaltet, es wird immer eine Technik geben, eine Regie, es wird immer einen Büdelbuncher geben, also einen Regisseur, es wird immer Kameraleute geben, es gibt Bildmischer, es gibt ganz, ganz viele tolle Positionen, die man bei so einer kreativen Gestaltung von so einem Produkt innehaben kann und die man verantworten kann. Und je cooler und je fester man in diesem Willen ist, etwas zu machen, kreativ zu machen, umso mehr Treibstoff holt euch ihr in der Arbeit ab und um das geht's. Nicht, dass ich bei der Arbeit viel verbrauche, sondern nein, ich hole mir da ganz, ganz viel Energie, um wieder die nächste Energie zu verbrauchen, wenn ich feiern gehe, wenn ich bin schon fertig.
Wenn man Bock hat, dann Energie für sich zu brauchen, aber wenn man Spaß an dem hat, was man kreativ macht und euer Beruf ist ganz ein kreativer, wenn ihr die Verantwortung übernehmt und wenn ihr an euch glaubt und vertraut und jeder ist der geilste und beste Regisseur für sich selbst. Nur auf sich vertrauen und das tun, auf das er Bock hat. Ja, mehr kann ich nicht sagen. Macht es und habt viel Erfolg. Sehr schönes Schlusswort. Danke.